herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land mit dem Herrn Vin Diesel. Servus. Servus. So, komm, wir gehen mal rein. Hier haben wir vielleicht. Warte mal, wir können hier durchgehen, dann müssen wir nicht außen rum. Die glücklichen Hühner, ey. Hey, du bleibst aber drin, ne? Hier, nicht rausgehen. Gut. Dann ist es uns gefolgt, deins heute raus. Naja. Hattest du mir vorhin gesagt, wie viele Schulden du noch hast? Ich glaube, das war noch so ungefähr 1 Million. Über 1 Million, glaube ich. Okay. Was sagt denn dein Fuhrpark? Also den müssten wir uns dann halt mal angucken, ob wir da irgendwo einsparen können, weil ich habe selber auch noch 560.000 Euro bei der Bank Schulden. Ja. Und ich habe ja einen Drescher vom Ding Braises abgekauft. Genau, von den Blaubeeren abgekauft. Da sind noch 180.000 offen. Okay, ich habe hier gerade alle Fahrzeugbriefe bei mir. Mhm. Das wäre einmal der Fliegel TMK, der Tandem. Also so ein wie du hast, nur als Tandem. Der vorne steht, der Anhänger, den du dabei genau hast. Genau. Okay. Ja. Dann mein Johnny. Warte mal, ich guck mal gerade den Katalog, ob ich da. Das ist ein 6R, oder? 6R, ja, 6250R. Also der große, so wie deiner. Der hat jetzt noch einen Wert von 142.000. Wie heißt der? John Deere 6250R. Läuft im Katalog unter John Deere 6R. Ah, das ist der Standard, das 6R, okay, ja. Genau. Dann ja, den habe ich auch. Hat deine einen Frontlader? Nein, aber dafür hat mein Case Frontlader. Okay. Ja, den Case habe ich halt noch. Mhm. Dann habe ich halt jetzt den neuen LKW. Ja, der Case in welcher Motorausführung? Den Case IHC Pro. Ja. Mit 150 PS. 150? Ja. Ach, das war ein Oldtimer, ne? Das war der von der Oldtimer-Auktion, richtig. Die anderen zwei, drei Oldtimer, besser gesagt, habe ich nicht mehr. Den kleinen Mrs. Ferguson, den ich hatte, den habe ich an Stefan verkauft, also an den Müller. Mhm. Den JCB habe ich an den Blaubeeren verkauft. Mhm. Und der MAN ist ja halt durch den Verkehrsunfall Totalschaden gewesen. Okay, den Case hast du dann weiter? Der LKW, der Kenworth Vario. Den Ami. Ja, dann ist das halt derselbe Drescher, wie du hast. Was ist deiner noch wert? 200.951. Moment. 200. Wie viel? 200.951. 200.000? Ja. Okay, da ist meine 15.000 weniger wert. Okay. Dann habe ich halt das Auto, den Pickup, 214er. Mhm. Dann das Schneidwerk vom Röstelmesh. Mhm, klar. Die Rapid, also Förderstell Rapid, die 6 Meter Maschine. Was ist das? Normale Saattechnik. Die Rapid 300S. Nee. Ah, 600S. Die 600S. Mhm. Dann habe ich den Düngestreuer, den Kuhn. Den normalen, den zum Anhängen. Genau, ja, ohne Reifen. Den habe ich auch, ja. Dann habe ich einen Ladewagen, den Fentigor XR75D. Brauchst du den? Achso, für die Schweine. Für Stroh, genau. Mhm. Dann habe ich noch ein Wasserfass. Mhm. Frontladeranbau, den Stoll plus Universalschaufel von Stoll. Ja, das macht ja Sinn zum Saubermachen bei den Tierchen. Richtig.
Ja, und dann halt nochmal ein Tieflader in den Flügel STS 350J. Ja, für was hast du den? Für Ultima-Treffen, dass ich auch meinen Case mitnehmen kann. Weil wie gesagt, okay, der Ami, der zählt ja auch schon unter Oldtimern und ich fahre nicht mehr mit dem Case über die Straßen, nur halt zum Feld, wirklich nur. Okay. Also, dein Schneidwerk ist noch wie viel wert? 39.061. Ist auch mehr wie meins. Und dein Kuhnstreuer? Der ist noch 12.861 wert. Auch mehr wie meine. Meine Drille ist 50.512 wert. Ja, da habe ich die Hosch 9 DC. Die hat natürlich 9 Meter Arbeitsbreite, das macht mehr Sinn. Okay, wenn wir jetzt sag mir den Drescher nochmal, den Drescherwert. 200.951. Also 210.000 knapp. Das Schneidwerk. 39.061. 250. Deine Sämaschine. 50.512. 250 sind 300.000. Und was haben wir noch? Der Kuhn. Ja, da waren nochmal 12.861. Sind 313.000. Minimum, was wir da rauskriegen. Dein John Deere? Ja. Sind 300. Sind 400. Also Minimum 450.000 wird man rauskriegen. Also fast eine halbe Million. Mein Johnny ist halt schon, oder wir, ja. Wie viele Arbeitsstunden hat dein Johnny? 5,8. Das ist halt die Überlegung, ob man nicht eher meinen alten verkaufen. Der hat nämlich 34. Weil bei 50 müssen wir den sowieso ersetzen. Aber wir kriegen halt auch nur noch ca. 50.000 aus dem Johnny von mir. Ja, da wäre es aber wirklich sinnvoller, wenn wir wirklich dann bei 50 einen neuen holen müssen, dass wir dann den etwas neueren behalten würden. Ja. Ja, beim Drescher ist es nicht so wild, der hat erst 5 Arbeitsstunden. Meiner hat, glaube ich, warte. Meiner hat 2,2. Ja, wie gesagt, das ist nicht so wild. Und dein Streuer? Wobei 1,6. Ja, wobei das auch nicht so schlimm wäre, weil meiner hat 6 Arbeitsstunden. Gerade mal gucken. Ja, der Vorteil von meinem Johnny ist halt, dass der noch eine Konsole dran hat, wobei man die bei deinem natürlich auch nachrüsten könnten. Wollte ich gerade sagen. Ja, wäre es wahrscheinlich tatsächlich sinnvoller, wenn wir meinen verkaufen. Eine Dolly habe ich noch, die könnten wir auch, weil du hast ja einen LKW. Verkaufen. Ich hab ja auch zugleich noch den E-Transporter. Aber das ist nicht deiner. Das ist nicht meiner, der ist immer noch von der Gemeinde, nur den darf ich halt nutzen. Da ich ja im Gemeinderat sitze, da hat der Marlon gesagt, da der Hof sowieso aufgelöst worden ist, hat der Herr Neumann gesagt, darf ich mir ein Fahrzeug davon noch aussuchen, was ich behalten darf. Und das ist halt der E-Transporter, weil der ist halt wirklich sinnvoller für mich, wenn ich Schweine hole. Ja, auf oder jeden halt Fall. Oder halt zu dir bringe. Ah, warte mal, Auto. Auto müsste doch auch noch irgendwo eins haben, oder nicht? Ah ja, hier. Was macht da deiner? 2,7 Stunden für 29.512. Okay, ja, meiner bringt noch 30. Und ich wollte mir sowieso ein neues anschaffen. Ich habe nämlich ein Fahrschulauto bestellt. Okay.
Okay, dann krieg mal nicht ganz so viel raus. Krieg mal 400.000, aber trotzdem. Das wäre gut, dann könnten wir fast einen Kredit fast komplett abzahlen. Wie schaut's denn mit deiner Gehaltsvorstellung aus? Das ist eigentlich immer Chefsache. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich kriege. Ich würde dir einen Tausender pro Woche anbieten und je nach Ernte noch einen Zuschlag. Also Feldernte. Die Investitionen oder die Gewinne aus den Fabriken, die würden mehr oder weniger dann wieder in die Reinvestition des Unternehmens fließen. Und ja, was sagt denn dir zu? So, was denkst du denn so prozentemäßig, was du da willst? Ganz einfach, 60% für dich, 40% für mich. Oh, das ist aber ein bisschen viel. Oder wir machen 50-50. Aber da du dann ja so gesehen der Chef bist, richte ich mich da ganz nach dir. Ich hätte dir jetzt 10% angeboten, weil weißt du, wir müssen ja auch die Kredite noch abzahlen. Stimmt. Und vor allen Dingen, du hättest jetzt auch nicht mehr so das Problem. Wenn du jetzt im Forst dran bist, dass ich dann unsere Felder mache. Somit hätten wir beide so gesehen, also du hättest dann hauptsächlich den Vorteil. Also du willst hauptsächlich dich um die Forst, um die Landwirtschaft kümmern. Richtig, und du dann halt um deinen Forst, deine Ja, Produktion das können wir so hauptsächlich. machen. Wo ich bei dir mit auf dem Feld dran war, in deinem Glas drinne war, da hast du dich ja darüber beschwert, über den, wie heißt er jetzt nochmal? Ja, der Schneider. Leider, dass der nicht mehr da ist und alles, dass er dich einfach so hinterrücks verlassen hat und alles. Aber du müsstest dann. Ich will mich nicht mehr um die Landwirtschaft kümmern müssen. Du machst Wirst du das es, noch du nicht? lagerst es in Silo ein, gibst mir Bescheid, wenn was verkauft wird, dass wir die Prozente ausrechnen. Ich will mit der Landwirtschaft, also ich unterstütze dich, wenn irgendwas los ist, wenn du Hilfe brauchst, bei der Ernte abfahren, sonst irgendwas. Da bin ich gerne bereit mitzumachen. Aber ich will mich dann wirklich hauptsächlich um die Produktion kümmern müssen. Ja, alles gut, wirst du dann ja auch. Zum Beispiel jetzt sehe ich gerade auf dem Tablet, meine Zwiebeln sind reif. Oh, da müssen wir aber gucken, wie wir die runterkriegen. Ja, also der Norman hat mir ein Angebot gemacht, für einen Roder zu mieten. Insgesamt mit dem Schneidwerk wären wir bei 34.900. Es Kannst sei denn, du das jetzt zahlen? ich habe 38.900 auf dem Konto. Ja, dann mach das, ruf den gleich an und der soll das Ding rüberschicken. Ja. Dann machen wir uns gleich auf den Weg rüber zum Abfahren, weil da wirst Ja, du was brauchen. der sagt ja nämlich, das wäre dann nächste Woche da, wenn ich das jetzt order. Ach, nächste Woche erst. Nächste Woche wäre es dann da, richtig. Oh, das wird aber dann heftig mit der Ernte. Ja, aber sag dem zu und frag ihn mal, ob er da. Ob Also er. der Stefan Müller, der hat sich auch mit angeboten beim Abfahren. Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll. Der würde dann auch mit seinem LKW und seinen zwei kleinen Strautmännern rumkommen. Oder? Okay. Gut, dann macht es mal organisiertes. Ich Mach ich. muss jetzt nochmal Päuschen machen. Alles klar. Gut, dann bis später. Ich komme Bis dann ans später. Feld. Alles Oder klar. nee, wir schwatzen gleich nochmal. Alles klar. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.